Herzlich willkommen zu einem Kurier-News-Spezial, wenige Tage nach der Wahl. Und dazu begrüße ich jetzt Bundesminister Wolfgang Brandstätter bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Herr Brandstätter, Sie haben sich, als Sie Vizekanzler der vergangenen Regierung geworden sind, als Masseverwalter eines rot-schwarzen Konkurses bezeichnet. Was war denn das Schwierigste bei dieser Insolvenz? Nun, ich muss schon sagen, es war ein Gebot der Ehrlichkeit, da nichts zu beschönigen. Es war völlig klar, die Regierung war an ihrem Ende und es ging darum, und das war auch der Wunsch auch von Sebastian Kurz seinerzeit, das noch umzusetzen, was noch umsetzbar war. Und deshalb hat er auch mich gebeten, das zu tun. Und ja, ich muss sagen, wir haben einiges eigentlich noch auf die Reihe gebracht, womit niemand mehr gerechnet hatte. Wir haben die Bildungsreform noch auf Schiene gebracht, wir haben die Frauenquote in den Aufsichtsräten öffentlichen Unternehmen noch neu regeln können. Wir haben auch im Bereich der Privatinsolvenz einiges Erneuerungen durchgebracht. Da gab es also einiges noch, was noch letztlich möglich war. Wir haben uns hier eigentlich streng an die Vereinbarung aus dem Jänner gehalten. Da gab es ja diese erweiterte Vereinbarung über die Programmpunkte, die die Regierung noch abarbeiten wollte. Manches ist leider nicht mehr geglückt, leider auch das Sicherheitspaket nicht, obwohl es im Regierungsprogramm von Jänner ausdrücklich fixiert worden war, mit Unterschrift von jedem Minister, jeder Ministerin persönlich. Aber es hilft nichts. Alles in allem muss ich sagen, die Bilanz war gar nicht so schlecht. Und das, was gewollt war und was auch wirklich mit Sebastian Kurz besprochen war, nämlich das noch umzusetzen, was geht, das haben wir eigentlich ganz gut geschafft. Aber es war mir völlig klar, dass letztlich die Regierung gemessen an den Ansprüchen, die sie an sich selbst gestellt hat, war sie natürlich gescheitert, das haben wir gewusst. Und insofern war für einen Juristen der Vergleich mit einem Masseverwalter relativ naheliegend und hat ja gestimmt. Jetzt hat dieser Wahlkampf natürlich einen großen Scherbenhaufen hinterlassen, vor allem zwischen Rot-Schwarz. Wäre so eine Konstellation, Koalition für Sie überhaupt noch denkbar? Ich bin auch jetzt völlig ehrlich. Ich sage Ihnen ganz offen, ich weiß es nicht. Es ist für mich wirklich alles sehr offen. Mit Ausnahme dessen, dass ich schon den Wählerauftrag in die Richtung auch sehe, dass man doch endlich die großen Veränderungen angehen muss, in welcher Konstellation auch immer die notwendig sind für das Land. Und da geht es vor allem um Reformen, die zum Teil seit Jahrzehnten verschleppt wurden, wenn Sie an den gesamten Bereich Bürokratieabbau denken, Verwaltungsreform, das kann ja keiner mehr hören. Aber das ist wirklich jetzt ein Zeitpunkt, wo klar ist, da muss jetzt was passieren. Und da ist einfach der Regierung in einigen Punkten nicht genug gelungen. Da muss ich ja ganz ehrlich sagen, auch zu meiner eigenen Enttäuschung, etwa im Bereich Arbeitszeitflexibilisierung, da hätte man mehr erreichen müssen im Bereich der Beseitigung dieser Kumulation von Verwaltungsstrafen. Da wäre noch mehr drin gewesen und das war auch der Punkt, wo ich mir dann auch gedacht habe, gegen Ende, na also, da müsste eigentlich mehr möglich sein, hätte mehr möglich sein müssen, sage ich auch jetzt. Daher insgesamt das Fazit nicht so schlecht. Es ist mehr gelungen, als, glaube ich, Sie alle auch vorher gedacht haben. Aber da wäre noch mehr drin gewesen. Aber das hätte vorausgesetzt, dass es halt innerhalb der Regierung wirklich Teamwork und mehr Teamfähigkeit gibt. Und das war schon seit längerer Zeit nicht mehr vorhanden. Und das war das wirkliche Problem. Und da muss man aber auch sagen, ohne das jetzt in irgendeiner Form entschuldigen zu wollen, ich will es nur erklären, wenn Sie während eines laufenden Fußballspiels mehr als die Hälfte der Mannschaft wechseln, und auch die Kapitäne tauschen während des Spiels, dann ist klar, dass der Spielfluss darunter leidet. Und es war natürlich das Teamwork am Beginn dieser Regierung natürlich etwas ganz anderes, als dann schon nach 2 Jahren, würde ich sagen, als die ersten Probleme begonnen haben. War so, gibt es nichts zu beschönigen. Die Bilanz ist insgesamt durchwachsen, aber jetzt auch nicht katastrophal schlecht. Aber wichtig ist, dass man jetzt einfach wirklich einen Neubeginn schafft. Ich sage jetzt bewusst, in welcher Konstellation auch immer, aber der Wählerauftrag ist für mich eindeutig. Sebastian Kurz hat die Wahl gewonnen, weil die Menschen ihm am ehesten zutrauen, dass er diese Veränderungen auch wirklich umsetzen kann. Ihm traut man es zu, das zu tun und das braucht das Land und das ist für mich die Erklärung für diesen wirklich beeindruckenden Wahlsieg. Die Frage ist nur, mit wem er jetzt diese Regierung bilden will. Es gibt ja noch die anderen Konstellationsmöglichkeiten, eventuell auch mit der FPÖ. Gibt es für Sie Argumente, die für eine Zusammenarbeit mit den Blauen sprechen? Ich sehe es genauso wie Sebastian Kurz selbst. Ich finde, er hat bisher da auch alles richtig gemacht und ich glaube, er wird es auch weiterhin richtig machen. Das Entscheidende ist die Sachpolitik, so war es auch für mich immer. Und man wird jetzt sehen, wer von den anderen politischen Kräften kann hier wirklich mitgehen, in welchem Umfang. Das ist das Entscheidende und ich denke, das ist auch die Leitlinie, von der letztlich Sebastian Kurz nicht abrücken wird. Es geht da jetzt nicht um irgendwelche
Farben oder Farbenspiele, sondern es geht wirklich um die Frage, wer kann diese doch größeren Veränderungen mittragen. Das ist der entscheidende Punkt. Und ich würde mich, ehrlich gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt schon gar nicht auf irgendwelche Spekulationen einlassen wollen. Es war auch meines Erachtens klug zu sagen, dass man jetzt mit allen Parteien spricht. Und wenn Sebastian Kurz den Regierungsbildungsauftrag bekommt am Freitag, dann wird er eben auch mit allen Parteien sprechen und im Sinne von Ausloten dessen, was hier möglich ist, sicherlich auch dann letztlich die Variante finden, die am ehesten sicherstellt, dass genau die Reformen möglich sind, die das Land braucht. So einfach ist das. Aber es geht ja auch um gemeinsame Basis und Sie haben ja auch immer gesagt, in der Politik ist Antifaschismus besonders wichtig und Sie haben auch die FPÖ kritisiert, als es darum ging, im dritten Bezirk Wien-Landstraße eine Schule nach dem NS-Opfer und Spielgrundüberlebenden Friedrich Zaverl zu benennen. Da hat sich die FPÖ geweigert. Ist mit so einer Partei eine Zusammenarbeit, wäre so jemand überhaupt ein richtiger Partner für die ÖVP? Mein Gott, ich würde jetzt nichts verabsolutieren wollen. Es gab immer wieder Punkte, wo ich durchaus auch etwas kritisiert habe, was von der FPÖ kam und ich auch umgekehrt. Ich habe zuletzt auch im Parlament erst vor wenigen Tagen kritisiert, dass die FPÖ beim Sicherheitspaket blockiert hat, nicht mitgehen wollte, was für mich nicht zusammenpasst mit dem Selbstverständnis einer Partei als Sicherheitspartei, als einer Partei, die die Sicherheitspolitik wirklich als eine prioritäre Sache auf ihre Fahnen schreibt. Das passt nicht zusammen, auch das habe ich kritisiert. Und diese Sache war etwas, wo ich schon sagen muss, das hat ein bisschen wehgetan, wenn man das Schicksal von Friedrich Zaverl kannte und ich hatte noch die Möglichkeit, ihn auch persönlich kennenzulernen. Habe ihn bewusst auch in das Justizministerium eingeladen. Also da muss ich schon sagen, das war, glaube ich, auch nicht notwendig. Und das habe ich damals kritisiert, aber es gibt eine Reihe von Punkten, wo es Kritik gab. Aber noch einmal, das ändert nichts daran, dass jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ganz wesentlich ist, wer kann wichtige Reformvorhaben wirklich in größtmöglichem Umfang mittragen und wer bildet eine verlässliche Basis für eine Regierungskoalition, in der es Teamwork gibt, in der genau das vorhanden ist, was der jetzigen Regierung einfach gefehlt hat, schon relativ frühzeitig gefehlt hat. Wir haben ja, wenn Sie sich das anschauen, ich habe das in meinem Ressort auch sehr stark gespürt, nicht allzu viel Zeit gehabt. Ich meine, wir konnten starten, ja formell, Mitte Dezember 2013, de facto ging es im Jänner 2014 los. Aber schon nach guten 2 Jahren hat es begonnen zu haken in jeder Richtung. Und daher sind auch wir in meinem Bereich leider nicht mit allem fertig geworden, was wir vorbereitet hatten. Auch mit wichtigen Reformen im Bereich des Strafvollzugs sind wir natürlich jetzt nicht fertig geworden, weil das gar nicht möglich war. Aber das ist nur ein Beispiel dafür, dass, glaube ich, der entscheidende Gesichtspunkt auch jetzt der sein muss, dass man sachpolitisch sich orientiert und argumentiert. Und das sind irgendwelche Befindlichkeiten aus früheren Zeiten, finde ich, nicht so wichtig. Und ja, Kritik an sachpolitischen Themen, die von der FPÖ propagiert wurden, hat es auch von mir immer gegeben, aber auch wechselseitig. Auch die FPÖ war mit mir sicher nicht immer zufrieden, aber es ist halt so. Aber das ist in Ordnung. Aber jetzt geht es eigentlich um das, was in Zukunft für dieses Land und im Interesse des Landes passieren soll. Stichwort Zukunft. Wollen Sie eigentlich Minister bleiben? Schauen Sie, bei mir ist es so, wenn ich nicht mehr in der Regierung sein sollte, dann muss ich ja nicht zurück an die Wirtschaftsuni, ich habe dort eine Professur, bin nur karenziert, ich habe da überhaupt kein Problem damit. Wenn sich eine Konstellation ergäbe, die sicherstellt, da gibt es eine starke Regierung, die wirklich auch Teamwork entwickeln kann, es gibt Rahmenbedingungen, die es auch reizvoll machen würden, die noch offenen Reformvorhaben in meinem Ressort auch wirklich zu finalisieren und fertigzustellen, ja, dann wäre das auch eine für mich reizvolle Option. Aber das hängt von Faktoren ab, die kann ich nur zu einem sehr kleinen Teil beeinflussen, das muss ich selber abwarten. Aber da gab es noch kein Signal von Sebastian Kurz in diese Richtung? Wir sind da durchaus immer wieder in Kontakt, aber auch hier gilt natürlich, dass er ja selbst jetzt erst ausloten muss, was ist mit welcher Partei tatsächlich möglich. Und am Ende des Tages werden wir sehen, welche Konstellationen sich ergeben können und daraus ableitbar ist dann auch, was sich für das Justizressort an Möglichkeiten ergibt. Und dann werden wir halt schauen, was wir tun können. Aber man braucht sich um mich da, glaube ich, gar nicht Sorgen machen. Herr Bundesminister, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne, gerne. Vielen Dank. Danke auch Ihnen für Ihr Interesse. Wir sehen einander täglich von Montag bis Freitag ab 18.30 Uhr auf Schau TV in den Kurier News. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis bald.